Hallo und willkommen zum zweiten Halbjahr 1991. Ja, wer das erste Halbjahr das Video aufmerksam verfolgt hat, der hat schon mitbekommen. Und wer nicht, kann mir nicht vorstellen, dass es da jemanden gibt. Aber egal. Dem sei nochmal gesagt, die Schlagzeilen sind eher etwas sparsam gewesen 1991. Wenn man von den ganzen Zeilen rund um Golfkrieg, Jugoslawien, Bürgerkrieg, Unruhen in der Sowjetunion und Tschechoslowakei und so weiter absieht. Also kurz das, was ich euch gerne erzählen möchte über interessante Sachen. Da habe ich leider nicht so vieles finden können. Ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem unterhalten und wir fangen auch gleich an im Juli. 16. Juli, Bundesrepublik. Mit der Montage der Kupferpferde sind die Restaurierungsarbeiten an der Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Berlin nach 15 Monaten abgeschlossen. Das Wahrzeichen der Stadt war wenige Wochen nach Öffnung der DDR-Grenzen in der Silvesternacht 1989 schwer beschädigt worden. Ja, da hat es so lange gehalten. 25. Juli, ebenfalls Bundesrepublik. Als Hudson Hawk der Meisterdieb stürmt Bruce Willis die deutschen Kinos in einer Gaudia-Komödie nach eigenem Drehbuch. Der Film wurde von den Kritikern komplett zerrissen. Bei Produktionskosten von rund 65 Millionen Dollar spielte der Film nur 17,2 Millionen US-Dollar ein. Es folgten die goldene Himbeere für den schlechtesten Regisseur, das schlechteste Drehbuch und den schlechtesten Film. Außerdem war der Film in den Kategorien schlechtester Hauptdarsteller, schlechtester Nebendarsteller und schlechteste Nebendarstellerin nominiert. Bruce Willis zog sich in der Folgezeit von Drehbuchschreiben zurück und konzentrierte sich auf seine Arbeit als Schauspieler. Glaube ich gar nicht mal so schlecht. August. 22. August, wieder mal Kino und wieder mal Bundesrepublik. Wie das Leben auf einer amerikanischen Feuerwache so zugehen kann, zeigt Kurt Russell im Backdraft Männer, die durchs Feuer gehen in den deutschen Kinos. Während das Lexikon des internationalen Films Folgendes zu dem Film sagt: Eine Mischung aus privaten Drama- und Actionfilmen, deren dünne Handlung sich auf emotionale Klischee-Situationen verlässt. Die atemberaubende Inszenierung von Feuersbrunsten stiehlt der Story die Show. Ja, dementgegen hat die deutsche Film- und Medienbewertung FBW in Wiesbaden dem Film das Prädikat wertvoll verliehen. Ich liebe es, wenn die Kritiker sich einig sind. September. 26. September, USA. In der Wüste des US-Bundesstaates Arizona wird der von einer privaten Gesellschaft finanzierte zweijährige Versuch gestartet, im abgeschlossenen Ökosystem Biosphäre 2 zu leben. Acht Forscher beziehen das gläserne Forschungslabor, das als Klimazone einen tropischen Regenwald, eine Wüste, ein Moor und ein Minimeer enthält. Die Wissenschaft erhofft sich von dem Experiment Aufschlüsse über das Entstehen von krisenhaften Entwicklungen in der Natur. Joach. Oktober. 3. Oktober, Bundesrepublik, und das hat jetzt nichts mit dem Tag der Deutschen Einheit zu tun. Ende der 80er und Anfang der 90er tobte ein kleiner Geschmackskrieg auf den deutschen Straßen. VW Golf GTI gegen Opel Manta. Till Schweiger und Tina Ruland brachten das Ganze dann in die deutschen Kinos. Manta Manta lockte immerhin 1,2 Millionen Zuschauer in die Kinos. Das Lexikon des internationalen Films meinte dazu nur: Im Ruhrgebiet spielen ein eng am Manta-Mythos orientierter Film, dem überzeugende Einfälle ebenso fehlen wie gedankliche Eigenständigkeit. Jo. 19. Oktober, ebenfalls Kino, ebenfalls Bundesrepublik. Als Parodie auf Top Gun und ungefähr 17 weitere Filme kommt Hot Shots, die Mutter aller Filme, in die deutschen Kinos. Immerhin 3,95 Millionen deutsche Zuschauer sahen Hot Shots. Dafür gab es die goldene Leinwand. Bei den Kritikern kam der Film allerdings bei weitem nicht so gut an. So sagt das Lexikon des internationalen Films: Eine überwiegend grobe Parodie auf den Erfolgsfilm Top Gun, die leisen Untertönen nicht traut und auf Klamauk setzt. Nur in wenigen Momenten wirklich lustig. Cinema.de hält sich da noch ein bisschen kürzer. Die sagen als Fazit: Super albernes Zitate-Kino mit 80s Flair. Ich fand den Film ganz lustig. November. 23. November, USA. Der deutsche Filmschauspieler Klaus Kinski, eigentlich Nikolaus Natschinski, der sich nach einer eher belanglosen Rolle in unter anderem in Edgar Wallace-Krimis, vor allem in der Zusammenarbeit mit dem Regisseur Werner Herzog in Filmen wie Fitzcarraldo oder Argoia, der Zorn des Gottes, vom Enfant Terrible und zum ernsthaften, international beachteten Schauspieler mauserte, stirbt im Alter von nur 65 Jahren in Lujanita bei San Francisco.
Berüchtigt war Kinski vor allem wegen seiner Interviews. Dezember. 21. Dezember, Bundesrepublik. Eis und Schnee lösen vor allem auf Autobahnen in Süddeutschland ein Chaos aus. Auf der Strecke Frankfurt-München bleiben Weihnachtsurlaube in einem 175 Kilometer langen Stau stecken. Oh, das ist doch ordentlich. Ja, und das war's auch leider schon mit meinen Schlagzeilen für das zweite Halbjahr 1991. Als kleinen Bonus habe ich heute nochmal, wie in der Videobeschreibung angekündigt, die erfolgreichsten 5 Kinofilme des Jahres. Und das auf Platz 1 mit 521 Millionen US-Dollar eingespielt, Terminator 2. Auf Platz 2 mit 390 Millionen US-Dollar, Robin Hood, König der Liebe. Auf Platz 3 landet ein Zeichentrickfilm mit 377 Millionen US-Dollar, Die Schöne und das Biest, als Disney-Verfilmung. 301 Millionen US-Dollar, immerhin Platz 4, Hook, womit wir Peter Pan auch dabei hätten. Und auf Platz 5 wird immerhin noch 273 Millionen US-Dollar eingespielt an den Kinokassen, Das Schweigen der Lämmer. Ja, meine Freunde, das war das Jahr 1991. Ich hoffe, ihr habt euch wieder unterhalten gefühlt, auch wenn es nicht so lang war. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es ins Jahr 1992 geht. Bis dahin, macht's gut, euer Sven. Tschüss!